Ja, moin zusammen, es ist mal wieder Zeit für die News der Woche mit eurem Lieblings-Monty. Los war diese Woche ja nicht wirklich wahnsinnig viel. Apple und Sony Events sind ja durch und alle Grafikkarten eigentlich am Markt. Aber eine Knaller-Info gibt es dann doch diese Woche. Welche das ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ja, wie schon gesagt, gibt es ja kaum noch Neuigkeiten auf dem Grafikkartenmarkt und das ist an sich ja auch eigentlich ganz gut so. Alle angekündigten Karten sind am Markt und auch in akzeptablen Stückzahlen lieferbar. Dies betrifft mittlerweile auch die AMD X480, die ja anfangs nur in eher spärlichen Stückzahlen zu haben war. Aber nun ist es wohl soweit, dass der Preisverfall beginnt. Dies betrifft hauptsächlich die GTX 1070 von Nvidia, die bisher ja so um die 500 Euro gekostet hat. Wenn man sie jetzt für 470 Euro finden würde, wäre das sicherlich keine Überraschung, aber eine Karte hat es nun tatsächlich unter die 400 Euro Marke geschafft. Auch das ist jetzt nicht unbedingt neu, da die KFA 2 GTX 1070 EX schon länger zu diesem Preis gelistet war. Aber diese ist nun auch endlich zu diesem Preis lieferbar. Wie üblich werden die anderen Hersteller über kurz oder lang aber sicherlich mitziehen. Wer also auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte in dieser Preisregion ist, hat eigentlich überhaupt keine Alternative. Zu diesem Preis gibt es nirgends mehr Leistung. Also, zuschlagen ist angesagt. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Und nein, KFA sponsert mir nicht meine Frühstücksbrötchen. Diesen Tipp gebe ich komplett freiwillig. Die 1080 befindet sich ja auch langsam im preislichen Sinkflug. Auch hier sollte man bei Interesse die Preise mal genauer im Auge behalten. Ich denke, da tut sich noch so einiges. Aber auch AMDs X480 wird so langsam günstiger. Das ist aber auch bitter nötig. Die X480 ist zwar eine wirklich tolle Grafikkarte, aber weit über 300 Euro für die Custom-Designs sind einfach noch zu viel. Mittlerweile gibt es aber einige Karten für knapp unter 300 Euro und diese sind auch lieferbar. Das ist meiner Meinung nach zwar immer noch zu teuer, aber der Preis bewegt sich zumindest in die richtige Richtung, nämlich nach unten. Und gerade bei der EX480 habe ich ja eine Menge Hoffnung, dass sich performance-technisch mit DirectX 12 und Vulkan noch so einiges tun wird. Sie kann nämlich aktuell ihr volles Potenzial einfach nicht entfalten. Ja, so wirklich viele News gab es ja leider nicht, aber die interessanteste und leider nicht unbedingt positive News kommt natürlich ganz zum Schluss. Viele von uns freuen sich ja sicherlich schon auf das neue Call of Duty namens Infinite Warfare. Leider kommt das neue Setting bei den Fans aber nicht ganz so gut an. Trotzdem wollen das Spiel viele aber unbedingt kaufen. Wieso? Na, weil eine Remastered-Version vom überaus beliebten Call of Duty 4 Modern Warfare in der sogenannten Legacy Edition enthalten sein wird. Ja, separat wird diese vorerst aber wohl nicht zu kaufen sein, aber ich betone das Wort vorerst. Ja, alles gut und schön, aber wo ist jetzt eigentlich der Haken? Ja, dazu muss ich jetzt so ein kleines bisschen ausholen. Als damals 2007 Modern Warfare 1 erschien, waren die USK und die BPJM leider noch nicht ganz so locker mit ihren Freigaben wie heute. Denn, auch wenn es viele gar nicht wissen, wurde die deutsche Version daher ein bisschen angepasst. Der sogenannte Arcade-Modus wurde entfernt und in einer Sequenz wurde sogar das Blut gestrichen. Und das mit dem Blut ist im Jahre 2016 eigentlich mittlerweile schon undenkbar. Die internationale Version von Modern Warfare wurde dann später sogar auf Liste A indiziert. Und ganz genau bei der Indizierung ist nämlich der Haken. Denn die Remastered-Version gilt damit als inhaltsgleich und ist automatisch mitindiziert. Aber halb so wild könnte man sich jetzt denken und das dachte sich wohl auch der Publisher Activision und beantragte einfach eine vorzeitige Listenstreichung. Genauso wie Microsoft das mit Gears of War gemacht hat. Und im Gegensatz zum deutlich härteren Gears of War blieb die BPJM diesmal aber standhaft und verweigerte die Streichung. Und wie schwachsinnig diese Entscheidung in Bezug auf Gears of War ist, möchte ich jetzt echt nicht weiter erläutern, da mir sonst nachher noch Tourette nachgesagt werden könnte und das Video höchstwahrscheinlich sogar gesperrt würde. Also, langer Rede, kurzer Sinn, die deutsche Remastered-Version wird leider beschnitten sein und der deutschen Urversion inhaltlich gleichen. Wer Uncut zocken will, muss also zum Import greifen. Zumindest im Konsolenlager funktioniert das ja, Steam-User sind aber leider am Arsch. Also ich persönlich finde das Ganze jetzt nicht so dramatisch, sondern eigentlich eher schade. Trotzdem werde ich mir aber wohl natürlich die Importversion zulegen, denn wenn man die Wahl hat, nimmt man natürlich diese, denke ich mal. Wie denkt ihr denn eigentlich über das Thema Indizierung und über den Fall Modern Warfare 1 allgemein? Kauft ihr euch extra deswegen die Importversion? Ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Ich werde soweit möglich übrigens jeden Kommentar persönlich beantworten. So viel zu den Neuigkeiten dieser Woche. Denkt bei Gefallen unbedingt an den Daumen nach oben. Falls ihr weiter mit News versorgt werden wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Mehr Videos von mir gibt's hier. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Monty.